Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, The Final Season. Ich hoffe, ich habe das vorher auch die ganze Zeit auf Englisch gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Oder habe ich gesagt, die letzte Staffel? Naja, egal. Ist ja, ne? Jacke wie Hose. Auf jeden Fall Episode 3. Wir hatten jemanden gequält. Rosi gehört uns. Ich habe das vergessen, mit dem Hund zu erzählen in der letzten Folge. Und das mache ich jetzt eben sehr schnell. Und zwar war ich mit meiner Mutter im Garten und ihr wisst ja, ich habe einen Dobermann und gegenüber im Garten, also davor ist noch so ein Garagenhof und da kommt der Nachbarsgarten und da war das Tor offen und die Nachbarn hatten sich jetzt, also so einen jungen Cane Corso, heißen die Cane Corso? Auf jeden Fall hatten die sich geholt, so einen schwarzen, wunderschönes Tier, oh, I like it. Auf jeden Fall, ach, der war so süß und das Tor war offen und keiner war im Garten und der Hund läuft einfach aus dem Garten raus, über den Garagenhof, stellt sich bei mir vorm Zaun und guckt zu, wie ich mit meinem Hund Ball spiele. Meine Mutter, schon voll in Panik, die hat Angst vor großen Hunden, also die hat nur keine Angst vor meinem, weil sie ihn von klein auf kennt, aber so an sich hat sie Angst vor großen Hunden und gerade vor solchen Hunden, sie wechselt dann sogar die Straßenseite. Auf jeden Fall, und ich habe voll gedacht, ich so, wo kein Mensch da und alles, ne? Ich dachte, was machst du denn jetzt mit dem Tier? Ja, ich ihn dann, er war ganz freundlich am Zaun und so, habe ich ihm dann schnuppern lassen. Dann hat er gleich eine Hand abgeschleckt, habe ich ihn kurz gestreichelt. Ich denke mir, wo bleiben die? Kein Mensch da, vermisst keiner den Hund. Ja, und dann fing er an, als Danger dann den Ball hatte. Entschuldigung, ich darf den Namen nicht so laut sagen, sonst springt er gleich auf. Er sich dann halt nur noch mit dem Ball beschäftigt und er stand dann da und hat die ganze Zeit gewimmert und wollte mitspielen und dann fing er an, sich halt für rumzulaufen auf dem Garagenhof und wäre dann beinahe aus, also da ist dann so eine Aus, die Ausfahrt ist zwar, wie heißt das, untertunnelt, so ein bisschen, so ein ganz kleines Stück, aber wäre direkt auf die Straße da durchgelaufen und ich habe mir nur gedacht, nein, was machst du jetzt? Ich, meine Mutter und mein Hund im Garten gelassen, über den Zaun rüber. Und bin zu dem Hund gegangen. Meine Mutter, die hat rumgebrüllt. Die war so in Panik. Nein, das kannst du nicht machen. Der tut dir was, ne? Der frisst dich und total am Rad am Drehen, ne? Und das ist ein Wildfremder. Und wenn der dich angreift, wenn er dich beißt, ne? Ich habe gedacht, die kippt gleich um. Und ich zu ihm, ich so, hey, Süßer, ne? Und er kam gleich an und hat mich beschmust und so und ah. Und ich so, komm, komm, komm. Hatte ja auch kein Halsband um das Tier. Und ich ihn dann so, komm, 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 komm. Und hab ihn dann im Garten reingelockt und hab das Tor wieder verschlossen. Ja, und bin dann wieder über den Zaun rüber. Meine Mutter hat voll ausgefallen. Ich sag so, Mama, ich sag so, mach dir doch keinen Panik. Ich sag, ich hab schon gemerkt, ob der Hund aggressiv ist oder nicht. Ich sag, wenn der Hund schon am Zaun aggressiv gewesen wäre, nicht nur mir gegenüber, sondern auch meinem Hund gegenüber, dann wäre ich mit Sicherheit nicht darüber geklettert. Ich sag, aber das merkt man, ne? Und dann, ich sag, der ist noch so jung. Ich sag, das ist noch ein Baby. Ja gut, ein Junge jetzt, es war ein Jahr alt vielleicht, würde ich ihn jetzt schätzen. Auf jeden Fall, ich habe eine gute Tat vollbracht. Ich hätte mir ja gewünscht, wenn das auch jemand für meinen Hund tut. Und von daher habe ich das natürlich gerne getan. So, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich wollte es jetzt euch einfach nur mal erzählen, dass ich ein guter Mensch bin. Nee. Also, was meinst du, wie viele Beißer James uns bringt? 15? 100? 1000? Clem, ich... Au! Schusswunde? Es ist, als ob mich wer von innen zwickt. Komm, ruhen wir uns kurz aus. Clem, ich denke ständig, als Willi diese Sachen über Ten sagte, war ich so wütend. Mhm. Er war so gemein und Ten war gar nicht da, um sich zu verteidigen. Ich wollte ihm wehtun. Ich weiß, es war nicht richtig. Ich muss immer daran denken. Ich will nur seinen Kopf einschlagen. Ich habe atmen versucht, Steine werfen. Ich mag das Gefühl nicht, dass ich ihm wehtun will. Mein Gehirn gibt keine Ruhe. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich sehe es immer wieder. Ich denke zu viel nach. Ich denke, dass ich auch wütend auf Ten bin.
Die Deckung zu verlassen, während Lily die Schule angriff, war echt dumm. Aber er weiß nicht, was wir wissen. Und dann hat Willy ihn angeschrien, statt ihm beim Lernen zu helfen. Warum wissen die anderen nicht, was wir wissen? Wenn man einen Plan hat, muss man ihm folgen. Und wenn man jemanden anschreit, hört die Person nicht mehr zu. Tja, die anderen hatten es nicht so schwer wie wir. Wir mussten viele Fehler machen, um zu lernen, was wir wissen. Stimmt. Aber Tens Fehler sind echt so schlimm. Vielleicht lernt er auch von ihnen, so wie wir. Komisch, dass alle so unterschiedlich sind. Es ist ja das Erikson-Internat für Sorgenkinder. Sorgenkind. Sorgen sind schlimm. Waren sie schlimm? Warum? Okay. Manchmal machen sie schlimme Sachen, weil ihnen Schlimmes passiert ist. Ich kannte mal einen Doktor, da warst du noch ein Baby. Er nannte es Trauma. Du hast auch ein Trauma. Du erträgst es nicht, wenn jemand von hinten kommt. Ich mag mein Trauma nicht. Ich will es loswerden. Wie werde ich es los? Ich mag es nicht mal, wie das Wort sich anhört. Allein geht das nur ganz, ganz schwer. Ohne Hilfe können viele Leute das nicht. Von einem Doktor? Ja, aber davon gibt's nur noch wenige. Oder wie die Schule, stimmt's? Die sollte Leuten mit ihrem Trauma helfen. Ja, genau. Und jetzt helfen sie sich gegenseitig. Ich mag sie trotzdem. Oh, das geht immer so schnell vorbei. Ich glaube, Ten mag ich am meisten. Selbst wenn er Unsinn macht. Diese Zeitlinie. Ich glaube, er ist mein erster echter Freund. Ach ja? Ich dachte, das wäre ich vielleicht. Stimmt. Aber du zählst nicht. Du bist alt. Bin ich nicht? Na gut. Er ist mein zweiter echter Freund. Wo wir schon mal dabei sind, Clementine, ich hätte gerne mal eine Altersangabe von dir. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Alter. Man könnte ihn ja auch einfach aus dem Weg gehen. Oder nicht? Ich sehe James nicht. Nur Monster. James? Du bist verletzt. Waren das die Plünderer? Ich glaube, es waren welche von eurer Schule dabei. Warum seid ihr hier? Die Leute, die du gesehen hast. Wir retten sie. Dafür musst du ein paar Beißer für uns fortbewegen. Ich könnte vielleicht helfen, aber meine Maske ist im Lager, in meiner Tasche. Ohne sie kann ich durch keine Herde gehen. Okay, dann holen wir sie. Aber bitte, ich bitte euch, sie nicht zu töten. Die Beißer, wenn ihr sie ablenkt, kann ich heimlich meine Maske holen. Die alle abzulenken? Entschuldigung. Ich versuch's. Ah, aber bei der Idee musste ich gleich direkt mal husten, ey. Pass. Wenn du zum Betäuben von Beißern nur B benutzt, erfüllst du James bitte. Nur B. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie lange ich das kann. Hast du deine Maske? Ich finde sie nicht. Die Pferde müssen... Da! Scheiße.
Wir müssen laufen. Hey, hier drüben! AJ! Nein, es sind zu viele. Der Wagen, wenn wir ihn ziehen, lockt der Krach sie weg. AJ, alles okay? Ja, keine Bisse. Ich weiß, dass Töten einfacher gewesen wäre. Mhm. Du bist nett. Ich weiß es zu schätzen. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Also, wie sollen Beißer eure Freunde retten? Sie werden auf einem Schiff gefangen gehalten, nicht weit von hier. Ohne Deckung kommen wir nicht aufs Schiff, sonst knallen sie uns einfach ab. Ihr wollt Beißer als Deckung, um euch auf das Schiff zu schleichen? Das ist irre. Das ist der einzige Weg. Es gibt da was ihr sehen müsst. Damit ihr versteht, worum ihr mich bittet. James! Wir brauchen seine Hilfe noch, oder? Ja, brauchen wir. Das war an sich eigentlich keine schlechte Idee, aber das mit dem Verschonen gerade war wirklich so eine Sache, also weiß ich nicht. Es ist sicher. Nur noch etwas weiter. Oh, dieser Husten wird schlimmer. Oh, was haben wir hier? Kennen wir? Nee, kennen wir nicht. Kennen wir nicht. Ich will steuern. Los, ich will steuern. Folge James. Nein, ich will erst gucken. Ah, so kann man rennen. Alles klar. Schöne Sache, schöne Sache. Clem, was ist das? Das ist eine Salzlecke. Für Pferde. Oder ich glaube, andere Tiere machen das auch, oder? Kühe? Salzlecke. Klingt eklig. Oder vielleicht schmeckt es gut. Wie Chips, die sind salzig, oder? Leck da bloß nicht dran. Es schmeckt furchtbar. Woher weißt du das? Hast du daran geleckt? Ich weiß nicht. Er hat uns durchschaut. Leck bitte nicht dran. Leck nicht dran. Hier muss es mal Strom gegeben haben. Ach, Clementine, du bist einfach so schlau, ne? Meine Leute, früher, sie hatten einen Brauch. Sie nannten es Sammeln. Okay, das ist nicht normal. Sie haben sie als Waffe eingesetzt. Ich dagegen schütze sie. Ich weiß, es klingt seltsam, aber darum habe ich euch hergebracht, um sie wie ich zu sehen. Als Menschen. Als Menschen?
Also nicht wirklich als Menschen, aber ein Zwischending. Mhm. Ein Teil von uns ist noch in ihnen. Mhm. Tief verborgen. Nur wenige sterben. Wir verwandeln uns. Weder tot noch lebendig. Das kannst du nicht beweisen, James. Ich habe schon viel gehört, aber dass Beißer eine Seele haben? Ich sagte ja, ich weiß, wie es klingt. Der Junge hat auch ein Trauma. Glaubst du wirklich, dass in Monstern Leute drinstecken? Tief im Innern, ja. Seht es mal so. Hat sich jemand verwandelt, der euch wichtig war? Ich muss zurückdenken. Clems Freund, Lee. Sie erschoss ihn, bevor er ein Monster wurde. Ja. Damit er nicht leiden musste. Genau. Tut mir leid. Ich hätte es anders erklären sollen. Ich wollte dich nicht an Unangenehmes erinnern. Ich habe jahrelang unter Beißern gelebt. Und tue es noch. Allein sind sie. Harmlos. Unschuldig. Wenn ihr meine Hilfe wollt, möchte ich, dass ihr mit ihnen geht. Und mir dann sagt, ob sie für euch wirklich nur Monster sind. Sie sind nur Monster. Sie sind keine Menschen oder Freunde. Clem. Ihr passiert nichts. Ehrenwort. Das ist nicht clever. Es ist zu gefährlich. Sie muss sich nur wie sie bewegen. Louis würde das für uns tun. Ja, das stimmt. Ist ja nichts dabei. Doch, ey, es ist saugefährlich, ey. Oh, und man muss das Ding anziehen. Aber wir brauchen seine Hilfe. Erste Regel. Wir machen nichts allein. Ich lass dich nicht allein. Bin gleich zurück. Check die Fenster. Mach ich. Lass die Angst nicht siegen. Mach ich. Ich versprech's. Das war unser... Die Maske verdeckt deinen Geruch. Aber sei vorsichtig und leise. Na super. Berühre das Windspiel. Du wirst es sehen. Oh mein Gott. Einfach stehen. Oh mein Gott, ich hab voll Panik, ey. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich bin jetzt trotzdem nicht geläutert. Es sind für mich sind das Monster. Trotz alledem. Wir belügen ihn einfach und sagen, ja, alles klar, du hast recht, aber das ist, ne. Tod ist tot.
Mir fehlt auch das Mitleid. Also ich hab überhaupt kein Mitleid mit denen. Oh, hey Kleiner. Mir geht's doch gut. Siehst du? Keine Bisse. Keine Bisse. Also, sind es für dich immer noch nur Monster? Jetzt hast du sie friedlich gesehen. Siehst du sie jetzt anders? Ja, komm. Ich glaube, du könntest recht haben. Wir lügen. Dass mehr an ihnen dran ist. Wir lügen. Vielleicht sind sie doch mehr, als ich dachte. Wirklich? Bisher hat das noch niemand so gesehen. Ja, komm, wir brauchen die, deswegen lügen wir. Das... Danke. Ich bin froh. Schön. Hast du mal einen Beißer getötet? Ja. Viele. Hast du mal einen Menschen getötet? Viele. Aber das ist lange her. Ich habe jemanden getötet. AJ. Du hast jemanden getötet? Ja. Ich bin ein Mörder. Aber ich versuche zu büßen. Aha. Na, das ist ja gut. Ja, positiv. Das reicht. Was ist mit den Beißern? Hilfst du uns, unsere Freunde zu retten? Ich wollte, aber ich kann nicht. So viele Beißer würden sterben. Es wäre so ein Massaker. Tut mir leid, Clementine. Ich kann nicht noch mehr Blut vergießen. Also jetzt mal ehrlich. Wenn du wählen müsstest, ein Menschenleben oder Beißerleben, was ist wichtiger? Beißer sind friedlich. Menschen... Meine Freunde sind am Leben, nicht irgendwie am Leben. Sie sind gefangen und haben Angst. Sie brauchen meine Hilfe. Ich mag stur sein, aber ich bin nicht herzlos. Diese Plünderer sind grausam. Sie zwingen andere auch so zu sein. Und wenn deine Freunde so wie du sind, dann sind sie es wert, gerettet zu werden. Schön. Geht doch. Es wird eine Weile dauern, sie durch den Wald zu führen, zur Küste. Mit der Zeit werden es immer mehr. Oh mein Gott. Morgen Abend. Seid bereit. Es gibt kein Zurück. Wie lockt der die eigentlich? Das würde mich ja mal interessieren. Clem, als du gesagt hast, einige Beißer könnten Menschen sein, war das dein Ernst? Nein. Stimmt, was er sagt? Ganz ehrlich, ich habe ihm gesagt, was er hören wollte. Beißer sind nur Beißer. Du hast gelogen? Wir brauchen ihn, um unsere Freunde zu retten. Manchmal helfen Lügen also. Ja. Komm, AJ, gehen wir, bevor es dunkel wird. Toll, AJ hat gelernt, dass Lügen sich lohnt. Man muss ja auch den Unterschied sehen. Diese Lüge war ja... war jetzt nicht schlimm, finde ich. Sie, ne? Ich habe das gesagt, was er hören wollte. Ich habe ihn belogen, aber... James ist anders als alle, die wir kennen. War eine hilfreiche Lüge. Er ist so hart, aber nicht wie du. Er tötet keine Monster, hat aber auch keine Angst vor ihnen. Er ist cool. Hey Clem, Willy hat mir vom Plan erzählt. Wie ist es mit dem Typen gelaufen? James, er will uns helfen. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir uns auf ein Schiff in eine Beißerherde schleichen, hätte ich das nicht geglaubt. Was willst du mit denen? Ah, vor dem großen Kampf wollte ich nochmal richtig Halligalli machen. Ein Fluch? Hä?
Es klingt wie ein Fluch. Nein, es ist nur ein anderes Wort für Party. Genau. Ich weiß, es ist seltsam, eine Party zu veranstalten. Aber wir müssen alle etwas aufgeheitert werden. Das könnte unsere letzte Chance sein. Ich wollte für alle Tee kochen. Kann ich mir den Kaffeewärmer ausleihen? Was soll ich tun? Wir müssen den Musikraum etwas aufmotzen. Kannst du was Buntes basteln zum Aufhängen? Okay, ich bin ein Künstler. Ich mache die Decke. Dekoration. Dekoration für die Party. Ich hole den Kaffeewärmer. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Kaffeewärmer haben auf dem Zimmer. Vorher die Sammelobjekte ab. Ich habe da nur ein Ding gesammelt. Ich kann nichts ablegen. Wie läuft's mit der Zeichnung? Darf ich sehen? Nee, sie ist noch nicht fertig. Aber ziemlich gut. Ist ja gut. Wo soll ich denn jetzt hier die Dekoration ablegen? Ach, da. Hier, ein Glücksbringer. Bringen Hasen Glück? Nur die Pfoten. Wir könnten Glück gebrauchen. Ja, sonst ist nichts mehr. Wo steckt sie? Fertig, Clem. Komm her. Sie sich denn hin? Okay, ich komme gleich. Wo hat sie sich denn hingesteckt? Hey, du machst echt Fortschritte. Bald bist du sicher so gut wie Ten. Weiß nicht. Er ist echt gut. Stimmt was nicht? AJ? Ich habe nur nachgedacht, während ich gemalt habe. Es gibt drei Sorten von Augenklemm. Hm? Ach ja? Die Augen von lebenden Leuten, die haben wir. Mhm. Dann gibt es Monsteraugen. Sehen meist wie dreckiges Wasser aus. Mhm. Manchmal sind Monsteraugen gar nicht feucht. Mhm. Und dann die Augen von lebenden Leuten, kurz bevor man sie tötet, wie als du Abel getötet hast. Seine Augen waren wie eine Kerze, die ausgeht. Er war böse. Ich sollte mich nicht so fühlen. Ich habe ihn gehasst. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Alles, was du fühlst, ist in Ordnung, AJ. Weil du deshalb gut bist. Bin ich gut? Ich will besser sein, Clem. Ich will, dass man mir ansieht, dass ich gut bin. Du bist der Beste, okay? Ich werde echt klug. Ach ja? Ja, weil ich ständig nachdenke. Okay, worüber denkst du jetzt nach? Dass du gebissen und ein Monster wirst. Was? Oh. Ja. Je älter ich werde, desto öfter sehe ich es. Weiß nicht warum. Was passiert dann? Es kann jeden treffen, egal ob man drinnen oder draußen oder vorsichtig ist. AJ, wir haben es schon oft durchgekaut. Du weißt, was passiert, wenn ich gebissen werde. Ich will nicht mehr darüber reden. Aber du hast davon angefangen. Also. Mein Bauch fühlt sich dann komisch an. Als ob ich Durchfall bekomme. AJ, du weißt doch, worüber wir geredet haben. Was du tun sollst, wenn es passiert. Hör zu. Wenn ich gebissen werde, erschieß. Nein. Nein, das mache ich nicht. Du hast's versprochen. Mir egal. Ich erschieße dich nicht. Wenn du gebissen wirst, musst du mich auch beißen. Was? Das meinst du nicht ernst? Ich will nicht allein sein. Bitte sei nicht böse. Ohne dich halte ich es nicht aus, Clem. Ich weiß, wir haben es oft durchgekaut. Aber zwing mich nicht. Alvin Junior, du weißt, dass du nicht so reden sollst.
Du bist zu stark und tapfer. Ich glaube, das bin ich nicht mehr. Doch, bist du. Bist du, okay? Versprechen musst du halten. Ich weiß. Du gibst nicht auf, was? James meinte... Dachte ich mir. Dass wir als Monster überleben können. Also im Inneren. Wenn du gebissen wirst und mich beißt, sind wir noch zusammen. Wir wären bloß anders zusammen. Vielleicht wäre es okay. Was meinst du? James hat viel über die Monster gesagt. Das meiste davon war verrückt, AJ. Du glaubst nicht, dass ich in meinem Monster-Ich wäre? Es gibt kein Monster-Ich, Kleiner. Nichts, was dich zu dir macht, wäre noch übrig. Darf ich patrouillieren gehen? Vor der Party? Ja, klar. Aber sei vorsichtig. Huch. Langsam mit den jungen Pferden. Was ist mit AJ? Er braucht nur seine Ruhe. Können wir über die Sache vorhin reden? Mit Minnie? Ja, klar. Was ist los? Das Ding ist, Minnie zu sehen, hätte mir Angst machen sollen, hat es aber nicht. Die Person, der wir im Wald begegnet sind, war nicht wirklich Minnie. Wie sie sich verhielt und wie sie von Sophie und Lily redete. Nein. Ich bin verwirrt. Du weißt, dass du ihr nicht vertrauen kannst. Sie ist schon über ein Jahr bei denen. Es ist scheiße, aber so ist es nun mal. Minnie, die echte Minnie, gibt es nicht mehr. Es gibt sie schon lange nicht mehr. Und ich muss aufhören, um sie zu trauern. Kann niemand Paar? Ich passe auf dich und AJ auf. Auf alle, die mir wichtig sind. Louis kann den Ball flach halten. Mann, ja. Ich hoffe es. Als ich herkam, habe ich ihn gehasst. Er war einfach zu intensiv, oder? Er kommt in einen Raum und... Hey, schaut mir alle zu! Das war so albern. Aber dann wurde mir klar, dass ihm Leute echt wichtig sind. Und er fühlt es nicht nur, sondern sagt es auch. Er sagt dir täglich, wie viel du ihm bedeutest. Er würde sogar ein verdammtes Lied darüber singen. Vor allem, wenn es schon ein berühmtes Lied mit deinem Namen gibt. Wir müssen ihn befreien. Das werden wir. Louis, Omar, Asim. Wir werden alle befreien. Hier. Für dich. Sterne? Damit du die Nacht nie vergisst. Das werde ich nie. Ich war geschockt, als du meintest, du hättest Gefühle für mich. Dann habe ich überlegt. Es gibt da etwas, was ich mit jemandem tun wollte, der mir wichtig ist. Zum ersten Mal. Was denn? Hast du schon mal mit jemandem getanzt? Oh, ich dachte schon. Nein. Möchtest du vielleicht? Nur wir zwei. Niemand schaut zu. Ich weiß, dass es seltsam ist, aber ich wollte es schon immer mal probieren. Ach, das ist so süß. Oh, das geht mir das Herzchen auf. Danke für den Tanz. Ja, langsam kriegen wir den Bogen raus. Ja.
Clem! Oh mein Gott! Wow, wo hast du den Strandball her? Er lag neben dem Müll, hinter einem der Schlafsäle. Ich musste ihn aufbrusten. Das war eklig. Aber es hat funktioniert. Ich sollte los. Ruby könnte sicher Hilfe gebrauchen. Er ist cool, oder? Oh, total cool. Zurück! Du musst noch üben. Hey! Ich hab dich lieb, Clem. Hm. Ich dich auch, Kleiner. Okay, wir sollten los. Klingt, als ob sie uns im Musikraum brauchen. Okay. Ja, meine Lieben. Und ich muss jetzt Schluss machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Different, oh no.